und ruf gleich an, bitte, ja? Mach ich, Mama. Tschüss. Ich sitze hinten, Herr Kröger. Wie Sie wünschen, Herr Greif. Bitte schön. Du fehlst mir schon jetzt. Ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnen können, dass ihr geht. Dabei seid ihr, weiß Gott, oft genug gegangen. Und gekommen. Nur die Zwischenräume werden immer größer. Pass auf dich, ja? Werkstatt hat auch keine Bedenken, den Wagen wieder hinzukriegen, nur wir können die Kosten nicht übernehmen. Verstehe. Mal wieder das Kleingedruckte auf der Rückseite? Auf der Rückseite, ja. Aber nicht kleingedruckt. Um es kurz zu machen, Graf. An dem Wagen ist herummanipuliert worden. Und demnach ist es hier kein Fall für uns, sondern für die Polizei. Können Sie das beweisen? Ich habe ein Gutachten. Demnach wurde die Lenkung manipuliert. Danke. Sie hören von mir. Graf, wir müssen los. Oh ja, ich komme sofort, Herr Kröger. Trotzdem schön, dass du gekommen bist. Wie lange bleibst du? Eine ganze Zeit. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Aber wenn ich die paar Scheine in Oxford nicht mache, dann waren die ganzen Semester für die Katz. Schade eigentlich. Was? Na, dass wir uns nicht schon früher kennengelernt haben. Im Sandkasten. Ich hatte keinen Sandkasten. Ich auch nicht. Na, siehst du. Da passen wir ja wieder mal prima zusammen. Tschüss. Brief zum lässt die ganz lieb grüßen. Er hat 3 Kästen Oldenburg angeschleppt. Das haut er nicht bei, aber kann ihm natürlich mal Kräfte zu. Oh, danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Unten im Wohnzimmer sind noch mehr. Wahnsinn! So, komm. Thomas, meine Handtasche. Nee, ich mach das schon. Ja. Ich danke Ihnen. Gute Besserung. Danke sehr. Warten Sie. Ja. Halt. Keine Bewegung. Der Betriebsrat und die ganze Belegschaft wünschen gute Besserung, gezeichnet Georg Hammacher. Danke. Die Lilien sind von Christine, die Rosen von Hertha. Nichts von Mutter? Aber ich habe was für dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ich habe doch gar nicht Geburtstag. Ja, das weiß ich auch. Aber ab sofort ist jeder Tag dein Geburtstag. Komm, wünsch dir was.
Schlafen, nur schlafen. Wunsch geht schon in Erfüllung. Thomas? Ja? Du, das war da alles nichts. Was denn? Mutter war zwar jeden Tag im Krankenhaus. Ich dachte, ich könnte sie zu unserem Goldenburg-Vertrag überreden. Aber sie weicht immer aus. Du wirst sehen. Spätestens, wenn Christine ihr am Tisch gegenüber sitzt, dann lässt uns das Messer laufen. Macht mich damit in der Firma unmöglich. Na, wäre sie wirklich blöd. Thomas, sie hasst euch. Ist ihr egal, was sie das kostet. Aber allein der Gedanke, mit Goldenburg zusammenzuarbeiten und den verhassten Feind auch noch mitverdienen zu lassen, macht sie einfach krank. Ja, dann werden wir eben etwas nachhelfen müssen. Lass mich nur mal. Wichtig ist nur, dass du wieder gesund wirst. Ich brauch dich nämlich noch. Schlaf gut. Kann ich in Ambo sprechen, bitte? Ambusch. Weiter? Thomas hier. Wie geht's deiner Frau? Ja, ich hab sie gerade aus dem Krankenhaus geholt. Du, hör mal. Nein, sie schläft jetzt. Du hast mir doch gesagt, die Problematik besteht darin, das Bier auf dem Überseetransport frisch zu halten. Ja, das habe ich gesagt. Ja, Moment. Angenommen, das Schiff bleibt irgendwo liegen. Die Kühlanlage fällt aus, ich weiß nicht was. Dann kippt uns die ganze Ladung um. Na, das wäre eine Katastrophe, dann sind wir erledigt. Eben. Wir müssen darüber reden. Ja, komm doch rüber. Ja, ja, mach ich. Dank dir. Kommen Sie ruhig rauf. Na, dann schießen Sie mal los. Was gibt's Neues Aufregendes zu berichten von unseren Torfeltäubchen? Da scheint heute etwas mit Barbeck zu laufen. Ein Vertrag für ein Geschäft mit USA. Goldenburg-Bier soll auf Barbeck-Anlagen abgefüllt und nach USA geschippert werden. Circa 40.000 Hektoliter pro Jahr. Ein Vertrag zwischen Goldenburg und Barbeck? Sind Sie sicher? Das gibt's doch nicht. Na, ich höre, was ich höre. Der Goldenburg hat heute Morgen mit einem Herrn Ambusch telefoniert. Und da zieht Margot Barbeck mit? Na ja, die alte Barbeck hat ja, seit ihr Sohn abgesoffen ist, kleinen Schatten, nicht? Wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse. Und was hat Thomas mit Ambusch vor? Die haben Angst, dass die B-Ladung umkippt. Umkippt, was soll das? So hat er gesagt. Falls die Kühlanlage ausfällt, kippt die Ladung um. Passen Sie lieber auf, dass Sie nicht umkippen. Wie sehen Sie überhaupt aus? Gehen Sie nach Hause und schlafen sich mal aus. Erst will ich mein Geld. Sie schulden mir 1.500. Ach, jetzt seien Sie doch nicht so penetrant. Ich habe noch große Pläne mit Ihnen. Es wird Zeit, dass Sie mal was tun für Ihre Karriere, ne? Ich melde mich wieder. Das will ich hoffen. Hallo, Ambusch. Gut, dass ich Sie erwische. Was gibt's denn, Lauritzen? Keine Angst, noch will ich kein Freibier. Nur eine kleine sachliche Auskunft. Denn trotz aller Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, sind Sie für mich der Einzige, der vom Bier alles weiß
was man vom Bier wissen muss. Und ich hatte einen Kunden, der behauptet einfach, es sei ganz egal, was für ein Bier man trinkt. Hauptsache, es ist frisch. Na, ganz so egal ist es zwar nicht, aber frisch sollte jedes Bier schon sein. Und warum? Bier ist ein sehr empfindlicher Saft, Herr Lauritz. Wenn es nicht sorgfältig behandelt und immer gekühlt wird, dann kippt es um, wie es bei uns heißt. Ach. Und was ist mit Konservierungsmitteln? Bei mir doch nicht. Muss ich wieder am Busch. Ich meine ja nur rein theoretisch. Ist Ihnen der Saft denn schon mal umgekippt? In dem Hundssommer 68. 4000 Hektoliter haben wir wegschütten müssen. Aber ich glaube immer noch, es hat am Hopfen gelegen und nicht an unserer Anlage. Naja, Sie sehen, es passiert eben mal. Noch was? Danke. Tja, dann. Dann kippen Sie uns mal nicht um, Ambusch. Tschüssing. Wiedersehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ah, diese Oldenburger Luft. Man sollte sie in Dosen abfüllen und für viel Geld an die Hamburger verkaufen. Das wäre dir zuzutrauen. Entschuldige. Ich habe wieder mal vergessen, dass man auf Guldenburg vor dem Frühstück keine Witze macht. Danke. Ist meine über alles geliebte Ehefrau schon munter? Es ist anzunehmen. Mit den Hühnern ins Bett und mit dem ersten Hahnenschrei aus den Federn, wer hätte das gedacht? Hm? Ach, übrigens, Christine. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir dein Schloss als Kulisse für unsere Aufnahmen verwenden. Was denn für Aufnahmen? Keine Sorge, nicht für mich. Evelyn braucht Fotos von ihrer Kollektion. Und leider habt ihr ja keine Greyhounds oder sonstigen Windspiele, wie sich das eigentlich für Grafens gehört. Ich weiß nicht, also ich würde das lieber mit Evelyn besprechen. Sowieso. Evelyn ist der Boss. Ich bin nur die zweite Garnitur. Bleibt es denn nun bei dieser Figurine fürs Plakat? Ja, ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Gut. Es wird ja viel zu eng. Ich hoffe nicht. Warte, wir machen hier auch. Und dann den Ausschnitt ein bisschen tiefer. Noch tiefer. Aber dann sieht man doch alles. Nicht alles, das ist doch der Trick. Guten Tag, Lita. Guten Tag. Hallo. Also, ich muss jetzt wieder ins Büro. Wenn Sie mich noch brauchen, dann rufen Sie einfach durch. Ja, danke. Ich glaube, es wird nicht mehr nötig sein, aber vielen Dank. Marte, Sie können auch da weitermachen. Hast du's? Noch nicht. Wie denn auch? Kitty liegt schließlich auf der Unfallstation. Ich brauche das Geld, aber ich brauche es sofort. Du kriegst dein Geld. Ich habe einige Eisen im Feuer. Aber leider sind sie noch nicht heiß genug. Geduld, Geduld, das klappt schon. Ja, ja, Geduld, Geduld, Geduld. Achim, vergiss es. Wenn ich Geld von dir annehme, kriegst du sowieso gleich wieder Oberwasser. Das ist doch einer von deinen ganz üblen Tricks. Es steht mir bis hier oben, Achim. Alles, was du anfasst, ist hinterher entweder kaputt oder schmutzig. Wie sagtest du eben so treffend? Mann, geh nach Hause. Ich ruf dich an. Warte, wir machen hier weiter, ja? Vielleicht sollten wir mal wieder zusammen irgendwohin ausgehen. Wir sollten die Naht doch ganz auftrennen wieder, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht bei dem Ausschnitt, ob wir die Stickerei dann ganz ändern müssen. Auf Wiedersehen, die Damen. Anders? Ja, Moment bitte. Frau Günther, sie wartet im Schloss auf Sie. Danke. Hallo, Anne. Nein, nein, wir sind gleich soweit. Ja, ich komme dann gleich rüber. Gut, bis später. Schreiben Sie Frau Balbeck, dass wir uns gerne mit ihr und Thomas treffen möchten. Und wann? Nach dem Familienrat. Oder noch besser, rufen Sie Thomas an und machen Sie einen Termin mit ihm ab. Und zwar hier. Ich denke, Ambusch sollte auch dabei sein, oder? Ja, ich denke auch. Ja, wer ist das dann?
Die neuen Stallungen sind in 2-3 Wochen im Rohbau fertig. Wir sollten entscheiden, ob wir das alte Melksystem übernehmen. Ja, was spricht dagegen? Es ist nicht für das Melken im Freien gebaut. Es gibt da neue Anlagen, die auch im Winter draußen funktionieren. Ich habe da ein paar Prospekte vorbereitet. Wir können uns ja abends darüber unterhalten. Kommen Sie doch zum Essen. Oder haben Sie was vor? Nein, gerne. Danke. Was ich noch sagen wollte. Ja? Unsere Auseinandersetzung neulich ist... Tut mir leid, wenn ich da was falsch gesagt habe. Ich hatte private Probleme. Ich auch. Und es tut mir auch leid. Wissen Sie, ich vertraue Ihnen und so leicht lasse ich mich davon nicht abbringen. Also am Abend, 7 Uhr? Sehr gerne. Fein. Komm mal her. Ich habe dir was mitgebracht. Was ist das? Mit großem Erfolg gastiert Gregor Bashkourin in Paris. Ein Interview mit dem Künstler. Ach, wie süß, du wirst ja ganz rot. Anna, du bist manchmal... Keine Angst, die Dame auf dem Bild ist nur seine Agentin. Also wenn ich mir vorstelle, dass du mit auf dem Bild sein könntest, vielleicht mit der Überschrift, ihre Verlobung feierte Christine Gräfin von Guldenburg in kleinem, aber erlesenen Kreis bei Regine. Du hättest mich doch eingeladen. Oder? Nein. Nein? Du wärst doch imstande und würdest im gleichen Bett übernachten. Nur damit dir ja nichts entgeht. Ich glaube kaum, dass ich in dem Punkt noch was von dir lernen kann. Anne. Also, entschuldige. Aber dass du dir diesen Mann hast entgehen lassen, werde ich dir nie verzeihen. Anne, könnten wir bitte das Thema wechseln? Ja. Johannes von Mehrungen. Ja? Erzähl. Da gibt es nichts zu erzählen. Wie findest du ihn? Was redet ihr, wenn ihr allein seid? Und so weiter und so weiter. Ich werde das Gefühl nicht los, du willst mich unbedingt unter die Haube bringen. Ich fühle mich ganz wohl alleine. So, ganz wohl. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, ganz wohl? Wenn ich mich ganz wohl fühle, geht's mir ziemlich bescheiden. Letzte Woche, als hier jeden Abend noch Klavier gespielt wurde, hast du jedenfalls glücklicher ausgesehen. Ja, das stimmt. Aber im Augenblick bin ich schon ganz glücklich, wenn ich mich nur ganz wohl fühle. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir mein bescheidenes Wohlgefühl nicht auch noch vermiesen würdest. Gut. Also, wann fährst du nach Paris? Ich besorge dir auch das Ticket und fahre dich zum Flughafen. Anne. Du musst natürlich zum Friseur und eine Kollagen-Gesichtsmassage bei Mario könnte auch nichts schaden. Nein. Oh, bitte. Und während du in den Armen von Gregor schmachtest, werde ich mich ein bisschen um Herrn von Mehrungen kümmern. Er hat immer so einen einsamen Blick. Findest du nicht? Wo gehst du hin? Nach Paris. Ja? Nein. Aber du könntest mir helfen. Frau Kröger hat heute große Wäsche und im Augenblick niemanden, der ihr hilft. Wäsche? Da hat man nun eine Schlossherrin zur Freundin und zu Hause eine perfekte jugoslawische Zugehfrau. Und was hat man davon? Man steht trotzdem in der Waschküche. Dafür darfst du auch zum Abendessen bleiben. Es kommt ganz drauf an, was es gibt. Rostbeef mit Bratkartoffeln. Und Herr Mehrungen wird auch da sein. Hm, dann bleibe ich. Das habe ich mir gedacht. Pünktlich wie immer. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank. Bis morgen. Wiederschauen. Ja, jetzt bin ich dran. Herr Scheel, ich hatte mir gedacht, wieso können wir die Lizenzen nicht einzeln vergeben? Das muss doch möglich sein. Ja. Auch bitte prüfen Sie das mal nach. Wir sehen uns morgen dann. 10 Uhr. Danke. Wiederhören. Ich komme! Et voilà, Ravioli al Pomodoro. Nach Art des Hauses. Sag mal, wie hast du so gut kochen gelernt? Fantasie, mein Schatz, alles Fantasie. Hab ich geschlafen. So, Serviette. Vorsicht, heiß. Mhm. Bisschen Käse? Mhm. Mhm, ist das gut. Ja? Mhm. Danke. Isst du nichts? Nein, muss noch weg. Wieso? Nur eine Stunde oder so. Zur Werkstatt wegen der Versicherung. Und du kommst doch wieder? Natürlich. Ja, schmeckt wirklich gut.
Ach, Thomas, lässt du die Tür offen? Ich krieg sonst Klaustrophobie. Bitte? Klaustrophobie. Horst, Mann, jetzt bleiben Sie doch wenigstens mal 3 Sekunden stehen und schauen sich meine Entwürfe an. Sowas haben Sie noch nicht gesehen. Ich habe alles gesehen, was eine Frau tragen kann. Mich interessiert nur, was es bringt. Und die letzte Saison war traurig. Da kann ich alles verramschen. Meine Kollektion ist heiß, Horstmann, und wird ganz groß rausgebracht. Ein völlig neues Konzept. Kein Modefirlefanz. Das ist die zweite Haut für die Frau von heute. Von wem sind die? Evelyn Goldenburg. Ich mache die Promotion und das wird eine Sensation. Sie werden sehen, Sie kennen mich. Wenn ich was pushe, steigt der Umsatz. Ihre komische Reizwäsche habe ich doch auch an den Mann gebracht, oder? Was ist das? Hochzeitsmode. Das schau ich mir an. Also beim besten Willen, Roberts. Wenn ich jedem, der hier mit ein paar Skizzen antanzt, die Kollektion vorfinanzieren würde, dann wäre ich nicht jetzt erst pleite. Das habe ich zu tun. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Es werden sich auch noch andere Quellen finden lassen. Lauritzen, Frau Wahlbeck, bitte. Und wo kann ich Sie erreichen? Wenn es nicht dringend wäre, würde ich wohl kaum anrufen, oder? Ist sie krank? Darum bitte ich auch nicht. Ich habe die private Nummer. Wiederhören, Ziege. Hallo. Ja, da schau her. Der flotte Graf. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe gerade an dich gedacht. Ja, ja. Was für ein Zufall. Ich auch an dich. Und warum du an mich, wenn ich fragen darf? Weil du der einzige Mensch bist, dem mir sowas zutrauen würde. So eine Sauerei. Sauerei. Also da musst du schon etwas deutlicher werden. Ich habe einige Eisen im Feuer. Oder Koteletts auf dem Grill, um bei deinem Bild zu bleiben. Würdest du nicht mal eine zu hohe Nase ein wenig herunterholen? Vielleicht sogar etwas unter Wasser drücken? Ach, denkst du etwa, ich hätte an deinem Wagen rumgespielt? Ich gebe zu, diese Idee ist an und für sich nicht schlecht. Aber leider, ich betone, leider ist sie nicht auf meine Mist gewachsen. Wessen Mist dann? Ich kann es auch gar nicht gewesen sein. Denn wenn ich wirklich wollte, dass du absäufst, dann wärst du auch nicht wieder aufgetaucht. Ich bin Perfektionist, im Gegensatz zu dir. Darf ich? Ja, das sehe ich. Diese Agentur ist wirklich in einem perfekten Zustand. Keine Aufträge, keine Leute. Bevor du dich in Stimmung redest, schau dir doch mal lieber diesen netten kleinen Schnappschuss an. Darf ich dir nachträglich herzlich zur Hochzeit gratulieren und das Foto wieder haben? Ich möchte es nämlich gerne deiner glücklichen Schwiegermutter schenken. Ja. So schnell wendet sich das Blatt, direkt gespenstisch, nicht? Aber ich will ja nicht so sein. Wie wär's mit einem kleinen Geschäft auf Gegenseitigkeit? Ich verrate dir, wer deinen Wagen gewaschen hat, und du? Du bittest deine reiche Gattin beim nächsten Vollmond oder so um 300.000 bis 400.000. Nicht für mich, für deine Schwester. Es bleibt ja alles in der Familie. Ist das nicht schön? Also gut, Herr Raas. Ja, ruf da mal an. Es wird sich ein Herr melden, der dir eventuell weiterhelfen kann. Privatdetektiv, bitte.
Und meine Empfehlung an die frischgebackene Frau Gräfin. Jetzt gib schon. Nein, das ist zu schwer für dich. Also du stellst dich an, als wäre ich... Im 7. Monat, jawohl. Ich habe mich genauestens informiert, dass Tragen schwerer lasten. Tätigkeiten, die mit einer für die Wirbelsäule ungünstigen statischen Stellung verbunden sind, wie zum Beispiel Vorhänge aufhängen oder Betten beziehen, und gewisse sportliche Tätigkeiten, die mit Erschütterung verbunden sind, sind zu vermeiden. Was willst du? Ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Ja. Und das Gleiche gilt für Großväter im... Wie alt bist du eigentlich? 69. 74. Ja. Mal 12, das sind 10 mal 70, 700. Plus 40, 740. 898, warum? Du bist im 898. Monat. Und wenn du dich weiter so übernimmst, dann bekommst du noch einen Herzinfarkt. Na ja, danke schön. 6 Schillen, bitte. So. Ich brauche dich. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der mich versteht. Ich tue nur so. Lüg nicht. Nein, ich hab gesagt, nein. Nein, es ist mein voller Ernst. Was? Ich verstehe dich nicht. Gib mir Mühe, dich zu verstehen. Das kann man sagen, ja, aber... Was ist denn hier so schwer zu verstehen? Zum Beispiel, dass du, ohne dir irgendetwas dabei zu denken, jetzt die ganze Tafel Schokolade verschlingen würdest. Soll ich dir mal zeigen, wie ich, wie meine Generation gelernt hat, mit Süßigkeiten umzugehen? Und morgen gibt es wieder ein Stückchen. Pervers ist das. Junge Leute, wird immer alles auf einmal und sofort. Aber so geht das nicht. Alles braucht seine Zeit, Zeit zu wachsen, Zeit sich zu entwickeln. Und wir müssen lernen, die Geduld aufzubringen, darauf zu warten. Ich habe lange genug gewartet. Eine Puppe kann man kaufen. Auf ein Baby muss man warten. Und so ist das mit allem im Leben. Zum Verlieben braucht es nur einen Augenblick. Zur Liebe und zur Ehe ein ganzes Leben. Bis zur Lapfe. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir beide uns einmal über ein paar Dinge klar werden. Und was meinst du? Schau. Was wir voneinander wissen, der Großvater von der Enkelin und die Enkelin vom Großvater, das reicht vielleicht, um ein paar nette Tage miteinander zu verbringen, zu Weihnachten oder in den Ferien, wenn du mal für ein, zwei Wochen hier aufgetaucht bist. Aber das hier wird ja naturgemäß etwas länger dauern. Und darum täte es gut, wenn wir mehr voneinander wüssten. Okay, was willst du wissen? Fangen wir mit mir an, denn das ist schwerer. Du musst nämlich wissen, dass ich keinen sehr guten Vater abgebe. Als Großvater bin ich ganz passabel, glaube ich. Ab und zu in die Konditorei gehen, Fiaker fahren und den Enkeln komische Geschichten erzählen, das kann ich. Du bist ein toller Opa. Danke. Aber was du jetzt brauchst, ist kein Opa, sondern ein Vater. Und da hat es. Ein Vater muss seinem Kind die Meinung sagen und versuchen, sie auch durchzusetzen, nicht wahr? Logisch. Aber ich meine doch auch, oder? Warum sagst du nicht, was du wirklich denkst, Opa? Weil ich so verflucht charmant bin. Ich habe noch nie jemandem wehtun können, und einer Frau schon gar nicht. Und du weißt das und nützt das in aller Unschuld sozusagen schamlos aus. Also das stimmt jetzt aber nicht, Opa. Doch, doch. Du merkst es wahrscheinlich gar nicht, aber ich. Und normalerweise würde mich das höchstens amüsieren. Ein Großvater ist dazu da, schamlos ausgebeutet zu werden. Bei ihm dürfen die Kinder alles, was zu Hause nicht erlaubt ist. So geht das nicht mehr. Ich kann nicht mehr lieber Opa spielen, bei dem er alles machen kann. Denn jetzt geht es um dein zukünftiges Leben.
Wenn du also länger hier bleiben willst, dann möchte ich, dass du erstens deine Schulbildung zu Ende führst. Wie ist mir egal. Dass du zweitens dir über die Konsequenz, eine Mutter zu werden, klar wirst und dir überlegst, wie es weitergehen soll. Und dass du drittens und letztens mir dabei hilfst, das bei dir durchzusetzen. Denn wenn du mich so anschaust wie jetzt, dann schmelze ich natürlich wieder gleich wie Schlagobers auf einer heißen Schokolade. Aber du musst keine Angst um mich haben, Opa. Müssen nicht, aber was soll ich machen? Je mehr man jemanden gern hat, desto mehr hat man Angst um ihn. Also, bist du einverstanden? Ja. Aber wie du das mit der Schule hinkriegen willst? Jeden Mittwoch spiele ich Schach mit dem Rektor des Lyzeums. Ich werde ihn halt zur Abwechslung einmal gewinnen lassen müssen. Also kann man vielleicht jemand sagen, was ich aus 2 Kilo Essiggurkeln und 5 Tafeln Schokolade kochen soll? Nichts! Liebe Frau Warnitschek, denn wir speisen heute Abend auswärts. Ja, da hätte ich ja gar nicht erst kommen brauchen. Entschuldigung, das ist sie besser. Macht sich gleich mit den Frauen. Oh, mit den Männern auch nicht. Wo gehen wir hin? Ich möchte so gern mal wieder Fiaker fahren. Im offenen Fiaker mit mir? Schaut denn das aus, ein alter Zausel, ein junger Spusi? Auf den alten Zausel kann man sehr stolz sein, bitte. Na, schön, aber nur wenn du dir ein Kleid anziehst. Immer diese Hosen. Wie du willst. Das Eis schmeckt anders. Die Erfahrung wirst du noch häufiger machen im Leben. Nichts schmeckt mehr so gut wie früher. Du solltest dir das noch einmal gründlich überlegen. Mit deinem Tobias. Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Naja, für Männer ist Kinderkriegen auch nicht leicht. Aber Männer kriegen keine Kinder. Oh, über Nacht ist alles anders. Gestern noch unbekümmert, jung, verliebt und zu zweit. Plötzlich ist man zu dritt. Und das Mädchen, das man gekannt und geliebt hat, ist plötzlich anders, reagiert anders. Eigensinnig, bockig, was man auch sagt, was man macht. Nichts ist mehr richtig. Und dabei ist man selber nicht ganz beieinander. Man soll ein Mann sein und fühlt sich noch gar nicht wie einer. Er ist auch keiner. Du könntest ihm ja vielleicht helfen, einer zu werden. Wie denn? Hätte ich das Kind umbringen sollen? Na, gesagt hat's keiner, aber gedacht haben's alle. Seine Eltern sowieso, meine Mutter und er auch. Und du wahrscheinlich auch, stimmt's? Komisch, das habe ich nie gedacht. Ich habe vieles gedacht. Zum Beispiel, warum junge Leute erst ein Kind machen und sich dann erst überlegen, was sie mit ihm machen sollen. Aber das war wohl immer so und wird sich auch nicht ändern. Ich wollte das Kind. Ich dachte, dann hat alles einen Sinn. Das verstehe ich. Aber ist das nicht ein bisschen viel verlangt von dem kleinen Wesen, deinem Leben einen Sinn geben zu müssen? Ich fürchte, das musst du schon selber machen. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Oder besser, ich bin gerade dabei. Mir ist nicht gut. Komm, ich halt deine Hand. Das hilft. Ja, das hilft. Also, ich verstehe dich nicht. Falls es dich irgendwie tröstet, ich mich auch nicht. Du willst die Tournee einfach absagen? Ich habe noch nicht unterschrieben.
Aber ich schon. Gregor, nach so vielen Jahren einfach so absagen. Wegen einer Affäre. Affäre? Ist nicht ganz das richtige Wort. Entschuldigst du mich bitte? Hallo, ach bitte, könnte ich vielleicht die Gräfin sprechen? Gregor Baschkurin. Ja, danke. Hallo? Christine? Ja, ich bin in Paris. In einem kleinen Café. Nein, nein, ich rufe einfach nur an, um deine Stimme zu hören. Ach, das Konzert, das ist gut angekommen. Ja, war ein großer Erfolg. Sie wollen eine Verlängerung. Ja. Du fehlst mir. Ja, noch eine Woche. Und du, was machst du? Naja. Hast du mir nichts zu sagen? Bist du allein? Ich liebe dich. Ich denke, ich werde die Tournee absagen. Bist du sicher, dass du nicht kommen kannst? Natürlich will ich das. Nein, nein, sprech mir nicht mehr davon. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Au revoir. Was macht das? Hamburg. Entschuldigen Sie bitte, aber für mich hat das alles nicht mit einem zu viel an Politik, sondern mit einem zu wenig an Eigeninitiative zu tun. Die Bauern haben es schon immer schwer gehabt, schon in der Steinzeit. Mal war es das Wetter, mal die Soldaten, mal die Steuer. Aber noch nie, ich glaube noch nie in der Geschichte der Landwirtschaft haben so viele Bauern aufgeben müssen wie jetzt. Warum? Weil es keine Bäuerin mehr gibt. Das ist Tatsache. Jeder dritte Bauer findet keine Frau. Eins, zwei, drei. Es tut mir aufrichtig leid, Anne, wenn wir dich langweilen. Aber für uns sind diese Fragen existenziell. Früher haben die Landvögte oder die Ratsherren die Bauern in Ruhe gelassen. Ich meine, natürlich wollten sie zur Erntezeit ihren Zehnten oder ihre Pacht haben, aber sie hätten keinem vorgeschrieben, wie er seine Arbeit tun soll oder wie viel er für seine Produkte auf dem Marktplatz verlangen darf. Ich glaube, meine Freundin winkt mit dem Zaunpfahl. Schade. Es ist ein solches Vergnügen für mich, mit Ihnen zu sprechen, wo Sie so eine ähnliche Auffassung haben wie ich und etwas vom Fach verstehen. Ob Sie es glauben oder nicht, mir geht's genauso. Nein, ich verstehe nicht allzu viel davon. Aber Sie haben Mut und darauf kommt es an. Na, auch darauf brauche ich mir nichts einzubilden. Im Gegensatz zu den Bauern haben die Guldenburgs immer noch die Bank auf ihrer Seite. Und ihr habt die Brauerei. Herr von Mehrungen, könnte ich noch ein Bier haben? Aber natürlich, Frau Doktor. Ach, was für ein Mann. Wenn du deine Spielchen spielen willst, bitte. Ich glaube allerdings nicht, dass Herr Mehrungen mitspielt. Wollen wir wetten? Und wenn ich die Wette gewinne, fährst du nach Paris. Paris hat eine Woche verlängert. Woher weißt du das? Es gibt ein Telefon, ne? Du hast angerufen? Gregor hat angerufen. Ist deine Neugierde jetzt befriedigt, ja? Nein, noch lange nicht. Wann ist es soweit? Anne. Mit dem Baby. Also, wenn Nane sich nicht verrechnet hat in 3 Monaten, aber rechnen ist nicht Nanes Stärke. Ja, dann bist du Großmutter, auch ein Grund, keine Kinder zu haben. Na, du machst es dir einfach. Christine, du weißt genau, wenn ich Kinder kriegen könnte, würde ich nicht so reden. Ach, Sie gehen schon? Ich muss. Irgendwie verging der Abend wie im Flug.
Christine, du hast doch nichts dagegen, wenn Herr von Mehrung mich nach Hause fährt. Ich fürchte, ich habe ein bisschen viel getrunken. Aber nein. Ja, dann... Bis morgen. Ja, und vielen Dank. Ich habe zu danken. Gute Nacht. Gute Nacht.